Ich heiße Sayu, ich bin bei AFS tätig seit 2015, komme aus Essen, bin da Student, studiere Mathe und Englisch auf Lehramt, jetzt bald im Master auch. Also ich will später, wenn ich Lehrer bin, auch meine SchülerInnen motivieren, ins Ausland zu gehen, weil ich einfach, der Aspekt, den AFS ja vertritt, ist, dass kulturelles Verständnis hilft, Konflikte zu lösen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dem ich zustimme. Also ich war ein Jahr in Hongkong, 2014, 2015. Und das Auslandsjahr hat mich sehr stark geprägt. Also meine Gastfamilie ist für mich wirklich eine zweite Familie geworden. Also ich wusste nicht, dass es möglich ist, mit einer fremden Familie, die man vorher gar nicht gesehen hat oder mit dem man nicht wirklich gesprochen hat, so eine innige Bindung aufzubauen. Ich habe mir jetzt selber ein Tattoo stechen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier zeigen kann. Ich habe mir ein Tattoo stechen lassen mit der Handschrift von meiner Gastmutter. Das ist das Schöne, dass egal wie alt man ist, man kann immer bei uns anfangen, man wird immer mit offenen Herzen willkommen geheißen und ja, wir sind halt eine Familie.